Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf diesem Kanal mit True Crime und mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und von dem ich euch heute gerne berichten möchte. Ja, wie bin ich auf diesen Fall aufmerksam geworden? Es war, wie es so oft bei mir ist, ich war gerade mit etwas komplett anderem beschäftigt. Genauer gesagt habe ich mir auf Court TV eine Gerichtsverhandlung angesehen, wo ich dann irgendwann mal an einer Stelle war, wo ich etwas nicht verstanden habe bzw. nicht nachvollziehen konnte, was innerhalb dieser Gerichtsverhandlung besprochen wurde und deswegen gegoogelt habe. Und beim Googeln bin ich dann auf meinen heutigen Fall aufmerksam geworden und bin, wie ich immer sage, an ihm hängen geblieben. Und wenn mir so etwas passiert, dass mich ein Fall, über den ich durch Zufall stolpere, so fasziniert, schockiert, aber auch interessiert, wie es dieser getan hat, dann muss ich da einfach dranbleiben und dann werfe ich alles andere, mit dem ich mich eigentlich gerade beschäftigt habe, über Bord und stürze mich dann in so einen Fall rein. Und genauso war es eben hier. John und Sandra Garner waren ein ganz normales Ehepaar. Seit vielen Jahren glücklich verheiratet. Mit Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung, ja, aber am Ende dann doch immer ein Team. Zwei erwachsene Kinder, ein wunderschönes Zuhause, ein großartiges Umfeld und viele Freunde. Doch dann, in der Nacht von 1. auf den 2. Januar 2018, passierte im Haus der Garners ein unglaubliches Verbrechen. Ein Verbrechen, das bis heute mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt. Sandra und John lernten sich im Jahr 1998 in Paris kennen, einer kleinen Stadt 158 Kilometer nordöstlich von Dallas. Sie waren beide beim selben Arbeitgeber angestellt, nämlich einer großen Verpackungsfirma in Paris. Sandra lebte zu dieser Zeit von ihrem ersten Mann getrennt und zog ihre beiden Kinder alleine groß. John arbeitete erst seit kurzem in der Firma, aber die beiden verstanden sich auf Anhieb sehr gut. Und das trotz des Altersunterschiedes, denn Sandra war 13 Jahre älter als John. Doch sie hatten wahnsinnig viel gemeinsam und nachdem sie ein paar Monate miteinander ausgingen, kamen sie dann auch fest zusammen und wurden ein Paar. In den folgenden Jahren wurde auch ihre Beziehung immer enger. Irgendwann zogen sie dann auch zusammen und John war von Anfang an sehr daran gelegen, dass er ein gutes, inniges Verhältnis zu Sandras beiden Kindern aufbauen konnte. Vor allen Dingen bei Sandras Sohn Wes gelang ihm das von Anfang an sehr gut, denn die beiden hatten sofort einen sehr innigen Draht zueinander. Und auch Sandra und John wurden sowohl von Johns Freunden, aber auch von Sandras Freunden und auch von Bekannten, die die beiden dann miteinander kennengelernt haben, als unheimlich glückliches, verliebtes Paar beschrieben. 2 Jahre nach ihrer ersten Begegnung am Arbeitsplatz gaben sich John und Sandra dann im Januar 2001 in Las Vegas das Ja-Wort. Und in den ersten Jahren ihrer Ehe lief es sogar noch besser für das Paar. Zunächst einmal vor allen Dingen für John, der es geschafft hat, in der Firma, in der er, aber auch seine Frau Sandra nach wie vor angestellt waren, sich zum Manager hochzuarbeiten. John war sehr stolz darauf, diesen Posten erreicht zu haben und erfüllte ihn auch mit unheimlicher Verlässlichkeit aus. John war ohnehin ein sehr verlässlicher Typ, jemand, mit dem man gut zurechtkam, mit dem man gut umgehen konnte. Ein Typ, der immer einen Witz auf Lager und ein Lächeln im Gesicht hatte und mit dem sich die Menschen in seiner Umgebung zum Großteil gerne umgaben. Zum Großteil. Aber es gab auch einige Menschen in Johns Firma zum Beispiel, aber auch in seinem Freundes- und Bekanntenkreis, die John auch noch von einer anderen Seite kannten, die eher nicht ganz so sympathisch war. Vor allen Dingen kam die zum Vorschein, wenn John zu viel getrunken hatte. Wohl vor der Ehe mit Sandra war es schon so, dass er hin und wieder mit dem Alkohol an der einen oder anderen Stelle übertrieben hatte und dann auch laut werden konnte. Und jetzt, als er diesen Managerposten ergattert hatte, da wurde der Stress nicht unbedingt weniger, weswegen er auch vermehrt immer wieder Alkohol trank. Er hatte auch hier und da immer mal wieder depressive Phasen, weswegen er auch über viele Monate hinweg phasenweise immer wieder Antidepressiva einnahm. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt, so verlässlich John eigentlich seinen Posten als Manager in seiner Firma ausübte, so unbeliebt machte er sich genau dort bei vielen seiner Kollegen immer wieder.
Denn zu Johns Aufgaben als Manager gehörte es, unter anderem Bewerbungsgespräche zu führen, das heißt Menschen einzustellen. Aber auch genau das Gegenteil war seine Aufgabe, nämlich Menschen zu entlassen. Und ich glaube, ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich auch für viele von euch, die mir gerade zuhören, dass das jetzt nicht gerade wahrscheinlich ja, der beste Job der Welt ist, wenn man Menschen entlassen muss. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht gerade erfüllend ist, wenn man einer zweifachen Mutter am Morgen sagt, dass sie morgen nicht mehr zur Arbeit erscheinen braucht oder einem Familienvater oder einem jungen Menschen, der vielleicht gerade erst in der Firma angefangen und sich sehr viel erhofft hat, sagen zu müssen, dass er jetzt entlassen ist. Also ich glaube, dass das den wenigsten von uns wahrscheinlich Spaß oder Freude machen würde, auch wenn es vielleicht zu unserem Alltag dazugehört, genau diesen Job zu machen. Zu Johns Alltag als Manager in seiner Firma gehörte es, Menschen zu entlassen. Doch John machte das diebische Freude. Es gab viele Aussagen, dass John es geradezu genossen hat, diese Macht auszuüben, Menschen zu entlassen, sie zu feuern. Das hatte er auch immer wieder mal bei privaten Zusammenkünften mit Freunden kommuniziert, dass er heute mal wieder den einen oder anderen rausgeschmissen hat, wie er es gesagt hat, aber dass ihm das überhaupt nichts ausgemacht hat. Im Gegenteil, so hatte man den Eindruck, dass er das sogar irgendwie genossen hat, jetzt diese Machtposition zu haben und Leute eben dann zu entlassen. Das macht einen Menschen jetzt, wie ich persönlich finde, nicht gerade sympathisch. Und das war eben unter anderem eine Seite von John, die für den einen oder anderen wahrscheinlich sehr unsympathisch war. Doch trotz dieser etwas seltsamen Seite, die John hatte, verlief seine Ehe mit Sandra auch in den nächsten Jahren sehr stabil und harmonisch. Menschen, die sie in dieser Zeit kennengelernt hatten oder die sie auch schon vorher kannten, sagten im Nachhinein auch, dass umso länger die beiden zusammen waren, umso enger hatte man das Gefühl, dass sie zusammengerückt sind. Doch das änderte sich im Jahr 2014. Denn in diesem Jahr erhielt Sandra Garner eine niederschmetternde Diagnose. Es stellte sich heraus, dass sie an Multiple Sklerose litt, eine chronisch neurologisch entzündliche Autoimmunerkrankung, bei der die Nervenstrukturen des Körpers zerstört werden, was die unterschiedlichsten Symptome nach sich zieht. Die Krankheit kommt immer wieder in Schüben und ist nicht heilbar. Vor allem John ließ es nach dieser Diagnose, die Sandra erhalten hat, nicht zu, dass sie sich aufgab. Er unterstützte sie, wo er nur konnte, entlastete sie im Alltag, nahm ihr unheimlich viel ab, begleitete sie zu Arztterminen und ging diesen Weg Seite an Seite mit ihr gemeinsam. Doch trotz des Rückhalts, die Sandra vor allen Dingen durch John, aber auch durch ihre beiden Kinder, Wes und Andrea, erhalten hat, konnte sie sich nicht damit arrangieren, dass diese Krankheit ihr Leben so drastisch verändern würde, dass sie Dinge, die früher selbstverständlich für sie waren, jetzt nicht mehr in dem Umfang tun konnte, wie es früher war. Und vor allen Dingen war es schwer für sie, jetzt in vielen Bereichen ihres Lebens auf Hilfe angewiesen zu sein. Einige Monate nachdem sie ihre Diagnose erhalten hatte, gestand Sandra ihrem Ehemann John, dass sie aufgegeben hat, dass sie nicht mehr leben wollen würde und dass sie auch schon konkret darüber nachgedacht habe, wie sie sich das Leben nehmen könnte. Doch John soll dann daraufhin nur gesagt haben, dass sie damit nur erreichen würde, dass auch er sich das Leben nehmen wird, denn ein Leben ohne sie könnte er sich nicht vorstellen. Ja, die beiden sollen danach ein sehr, sehr langes, intensives Gespräch geführt haben und John soll Sandra in diesem Gespräch aufgerichtet haben. Er soll ihr durch das, was er zu ihr gesagt hat, neuen Lebensmut verliehen haben. Und nach diesem Gespräch, was dann auch mit Wes und Andrea, also mit den beiden Kindern von Sandra, noch einmal auch erweitert wurde, hat Andrea, Sandras Tochter, die ja eigentlich eher immer ein sehr angespanntes Verhältnis zu John gehabt hat, ihn auch endgültig ins Herz geschlossen. Und es gibt eine Aussage von ihr, dass ab diesem Zeitpunkt, wo dieses Gespräch stattgefunden hat, ihr erst richtig klar geworden ist, was John eigentlich für ein Mensch
in seinem Kern ist und vor allen Dingen, was er auch für ihre Mutter bedeutet und was er für sie tut. Also das wäre ihr wirklich in diesem Umfang nach dieser Diagnose und nach diesem Geständnis von Sandra, dass sie sich das Leben nehmen wollte, das wäre ihr da erst richtig klar geworden, wie sehr John ihre Mutter unterstützt und wie sehr die beiden sich einfach brauchen und füreinander da sind und jetzt auch zusammenhalten. Und deswegen hätte sie dann John ab diesem Zeitpunkt ins Herz geschlossen. Im Jahr 2016, 2 Jahre nach ihrer MS-Diagnose, beschlossen John und Sandra dann, einen Neuanfang zu wagen, umzuziehen in ein neues, schönes, großes Haus, das sie sich ausgesucht hatten. Sandras Kinder waren inzwischen von zu Hause ausgezogen. Sie hatten sich 2 Hunde gekauft und ja, wollten einfach in der Nähe von Johns Eltern leben, die ebenfalls ein Haus hatten. Und zwar in Maxpearl, einer Stadt südlich von Dallas mit gerade einmal 1000 Einwohnern. Dort sollte es also jetzt hingehen. Ja, die beiden kauften sich ein großes Haus mit Garten und Pool und wohnten jetzt direkt auf der anderen Straßenseite von Johns Eltern, mit denen sich Sandra auch sehr, sehr gut verstand. Und auch Wes, ihr älterer Sohn, lebte in Maxpearl. Ganz in der Nähe hatte er ein Apartment. So war Sandra umgeben, nicht nur von John, ihrem Mann, sondern auch unmittelbar umgeben von ihrem Sohn und auch von Johns Eltern und anderen Familienmitgliedern. Jederzeit war es für sie möglich, einfach über die Straße zu gehen, wenn sie Hilfe brauchte oder wenn irgendetwas ist, war immer jemand für sie ansprechbar. Sie fühlte sich wohl und freute sich auf den Umzug. Die beiden lebten sich in der neuen Umgebung in ihrem neuen Haus schnell ein. Es gab viele Grillfeste im Garten der Garners und die Tür stand jedem offen. Alten Freunden, neuen Freunden, die sie jetzt erst kennengelernt hatten und natürlich auch der Familie, die jetzt unmittelbar in der Umgebung der beiden lebten. Und auch wenn es immer wieder Rückschläge und schlimme Phasen ihrer Krankheit gab, gab sich Sandra nicht auf. Sie hatte neuen Lebensmut geschöpft, ging täglich mit ihren Hunden für viele, viele Stunden spazieren und schöpfte einfach wieder neuen Mut mit John an ihrer Seite. Alles schien gut zu laufen für die beiden. Bis zu ihrem 18. Hochzeitstag. Und das, obwohl dieser Montag, der 18. Januar 2018, eigentlich ein wunderschöner Tag werden sollte. Und es zunächst auch genauso war. Denn am Abend dieses 18. Januars 2018 feierten John und Sandra ihren 18. Hochzeitstag mit einem Abendessen, das Sandra vorbereitet hatte. Um 17 Uhr kam Wes, der ja in der unmittelbaren Nähe seiner Mutter und seines Stiefvaters wohnte, zum Dinner vorbei. Die drei saßen gemeinsam am Tisch, unterhielten sich gut, die Stimmung war fantastisch. Wes verließ gegen 19 Uhr das Haus seiner Mutter und ging zurück nach Hause. Und John und Sandra verbrachten den Abend dann gemeinsam, bevor sie um ca. 21.30 Uhr ins Bett gingen. Doch um kurz vor 1 Uhr morgens geht dann ein Anruf bei der 911 ein. Ein Anruf aus dem Haus der Garners. Am Telefon ist Sandra Garner, die hysterisch berichtet, dass jemand in ihr Haus gekommen und zweimal auf ihren Ehemann John Garner geschossen hätte. Die 911-Operatorin versucht so viel wie möglich von Sandra Garner am Telefon zu erfahren. Doch diese ist völlig aufgelöst und sagt, dass so schnell wie möglich die Polizei und der Notarzt kommen muss, denn ihr Mann würde noch leben. Sie würde hören, dass er noch atmet und deswegen müsste so schnell wie möglich der Notarzt kommen. Die 911-Operatorin verspricht sofort, die Polizei und den Notarzt zu schicken, versucht aber trotzdem, Sandra weiterhin am Telefon zu behalten, um mehr über die Situation, die sich dort im Haus abgespielt hat, herauszufinden. Sandra berichtet, wie gesagt, sehr nervös und aufgelöst am Telefon, dass John zweimal angeschossen wurde und dass sie sich selbst gerade im Badezimmer befinden würde und unverletzt sei. Sie sagt weiterhin, dass ein Mann auf John geschossen hat, der sie dann im Anschluss ins Badezimmer gebracht hat und gesagt hat, dass sie bis 100 zählen muss, erst dann dürfe sie die Polizei anrufen. Sie sagt, sie hätte das gemacht und deswegen müsste jetzt so schnell wie möglich jemand kommen. Was jetzt im Anschluss passiert, ist etwas, was ich in meiner Recherche nur sehr schwer nachvollziehen konnte und was im Anschluss auch für sehr viel Kritik gesorgt hat. Leider konnte ich während meiner Recherche nicht herausfinden, wie es überhaupt dazu kam, dass es tatsächlich ganze 15 Minuten gedauert hat, bis die Polizei und auch der Notarzt
nach Sandras Anruf in dieser Nacht bei der 911 dann tatsächlich an ihrem und Johns Haus angekommen ist. Denn 15 Minuten darf es auf gar keinen Fall dauern. Zumal Sandra ja am Telefon bei der 911 noch gesagt hat, dass ihr Mann noch lebt, dass sie ihn atmen hört, dass er noch Geräusche von sich gibt und dass so schnell wie möglich jemand kommen muss. Und trotzdem hat es ganze 15 Minuten gedauert, bis die Polizei dann letztendlich mit dem Notarzt am Haus ankam. Was in diesem Zusammenhang auch noch interessant ist, ist, dass man komplett verfolgen kann, wie die Polizei im Haus dann auf Sandra und auch auf John getroffen ist, denn die Polizisten, das ist in den USA ja inzwischen Standard, haben Bodycams getragen, das heißt Kameras an ihrer Uniform, die dort platziert sind, um eben festzustellen, was genau passiert, nachdem die Polizei eingetroffen ist, wie wird ein möglicher Tatort gesichert, wie wird vielleicht auch ein Verdächtiger gestellt, wie wird mit Zeugen gesprochen, was genau passiert dort, das alles kann durch die Bodycams eben aufgenommen und somit im Nachhinein verfolgt und ausgewertet werden. Und auch die Polizisten, die in der Nacht bei Sandra Garner am Haus ankamen, haben Bodycams getragen, weswegen man also auch ganz genau sehen kann, was dort genau passiert. Die Polizei kommt also mit dem Notarzt 15 Minuten später bei Sandras Haus an und sie gehen mit gezogenen Waffen ins Haus. Denn Sandra hatte bei der 911 ja berichtet, dass ein Fremder ins Haus eingedrungen ist und auf ihren Mann geschossen hat. Die Polizisten mussten also zu diesem Zeitpunkt damit rechnen, dass der mögliche Täter noch im oder ums Haus herum irgendwo sein könnte. Dementsprechend gehen sie mit gezogenen Waffen ins Haus. Doch dort finden sie keinen fremden Mann, sondern dort treffen sie auf Sandra, die völlig aufgelöst ist. Der Notarzt geht dann gemeinsam mit einem der Polizisten ins Schlafzimmer, wo John Garner blutüberströmt auf dem Bett liegt. Einer der Polizisten geht dann zu Sandra zurück und sie fragt, ob John noch lebt. Und als der Polizist Nein sagt, da fängt Sandra Garner laut anzuschreien. Man hört das natürlich alles, denn der Polizist trägt eine Kamera, man sieht das alles. Ich werde euch den Anruf, den Sandra bei der 911 gemacht hat, unten in der Infobox verlinken. Ich werde euch auch die Sequenz verlinken, wo die Polizisten ins Haus hineinkamen. Ich versuche, diese Sequenz für euch zu finden. Ich möchte aber eine kleine Warnung vorher aussprechen. Schaut euch das bitte nur an, wenn ihr emotional auch dafür bereit seid. Denn man vergisst sehr oft, oder manche von uns vergessen vielleicht oftmals, während ich hier erzähle, dass das alles Realität ist und dass diese Frau in dem Moment einfach erfahren hat, dass ihr Mann nicht mehr lebt. Und diesen Schrei, den sie ausstößt, und diese Unfassbarkeit dessen, was gerade über sie hereinbricht, das hört man, wenn man sich dieses Video von dieser Bodycam auch einfach ansieht. Das sollte man sich auf jeden Fall klar machen, bevor man dann das auch ansieht. Ich werde es euch verlinken für diejenigen von euch, die es interessiert. Warne aber vor, das ist die Realität und das ist wirklich nicht ohne, einen Menschen zu sehen, der gerade erfährt, dass der wichtigste Mensch in seinem Leben tot ist, erschossen wurde, im Bett, im eigenen Haus. Sandra wird dann von einem der Polizisten ins Wohnzimmer begleitet, wo sie sich erst einmal auf die Couch legt, denn sie muss sich jetzt erst einmal so weit es möglich ist beruhigen. Der Notarzt stellt fest, dass Johns Körper noch warm ist, was dafür spricht, dass er tatsächlich noch gelebt hat, als Sandra bei der 911 angerufen hat. Die Polizei inzwischen sucht die Umgebung ab nach einem möglichen flüchtigen Täter. Und einige andere Polizisten machen erste Fotos im Haus. Was man ebenfalls auf den Bodycams, auf den Auswertungen dann im Nachhinein gesehen hat, ist, dass die Fotos aber nicht von einem Forensik-Team gemacht wurden, das dann irgendwie versucht, Spuren zu sichern. Die haben ja ihr eigenes Equipment und ihre eigenen Kameras dabei. Nein, man sieht ganz klar auf diesen Aufnahmen, dass die Bilder im Haus, die jetzt den Tatort dokumentieren sollen, von einem der Polizisten mit seinem Handy fotografiert worden sind. Das fand ich in dem Zusammenhang etwas seltsam, aber man sieht es eben ganz klar, dass die Polizei mit ihren Handys dort Fotos vom Tatort und auch vom Haus macht, um diese dann eben zu sichern und festzuhalten. Nachdem Sandra sich
ein bisschen beruhigt hat, wird sie auch noch in der Nacht direkt von der Polizei mit aufs Ellis County Sheriff Department genommen, um dort noch einmal eingehend befragt zu werden. Denn gerade die Stunden nach so einer Tat sind sehr, sehr wichtig, weil da einfach die Erinnerungen noch sehr frisch sind. Sandra sitzt also eine Stunde, nachdem die Polizei in ihrem Haus eingetroffen ist, jetzt im Sheriff's Office und stellt sich den Fragen der Polizisten. Die Befragung beginnt um 2 Uhr morgens und wird auch durch eine Videokamera aufgezeichnet. Ich habe mir auch diese Befragung zumindest in Teilen, die zur Verfügung standen, komplett angesehen. Und Sandra wirkt darauf, das kann man sich vorstellen, sehr, sehr erschüttert. Sie zittert an manchen Stellen, ihre Stimme bricht immer wieder. Sie steht natürlich unter Schock und ist sehr, sehr aufgeregt und unruhig. Bevor aber die eigentliche Befragung beginnt, werden Sandra Garner routinemäßig ihre Fingerabdrücke genommen und ihre Hände werden auch auf Schmauchspuren untersucht. Außerdem muss sie auch ihre komplette Kleidung ausziehen, denn auch diese wird noch einmal untersucht. Sie bekommt dann neue Kleidung, dass dann um kurz nach 2 Uhr morgens auch noch einmal die eingehende Befragung beginnen kann. Sandra sagt in dieser ersten Aussage, dass ihr Sohn Wes anlässlich des Hochzeitstages von ihr und John am frühen Abend zum Essen gekommen ist, dieser aber dann um 19 Uhr das Haus verlassen hätte und sie und John wären dann gegen 9:30, so wie sie es immer tun, denn Sandra und John waren ein Ehepaar, das immer sehr früh ins Bett geht, das hat sie auch nochmal gesagt, normalerweise zwischen 21 und 22 Uhr, auch an diesem Abend um circa 9:30 ins Bett gegangen. Das nächste, woran sie sich erinnern kann, sind 2 laute Schüsse, die sie gehört hat. Also sie hat sie zunächst als laute Knallgeräusche beschrieben und als sie dann aufgeschreckt ist, da hat sie dann auch das Schießpulver gerochen und dann war ihr klar, da hat jemand geschossen. Das nächste, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie geblendet wurde und zwar von einer Taschenlampe, mit der ihr direkt in die Augen geleuchtet wurde. Als sie den Kopf weggedreht hat und danach wieder hingeschaut hat, hat sie am Fußende des Bettes einen Mann stehen sehen, der eine Taschenlampe in der Hand hatte. Sie beschreibt den Mann als größer als sie selbst. Die genaue Größe konnte sie allerdings nicht einschätzen, nur dass er eben um einiges größer war als sie. Das konnte sie sagen. Außerdem sagt sie, dass der Mann eine Maske getragen hätte, sodass sie ihn nicht sehr gut beschreiben konnte. Aber sie konnte noch sagen, dass er einen dunkelblauen Hoodie anhatte, also einen Kapuzenpullover und dunkelblaue Jeans getragen hat. Sandra wäre von dem Anblick so unter Schock gestanden, dass sie aus dem Bett herausgesprungen und sich auf dem Boden zusammengekauert hätte. Sie hätte laut geschrien, dass der Mann sie bitte nicht erschießen soll, dass er ihr nichts tun soll. Doch dann passiert etwas sehr Erstaunliches, denn laut Sandras Aussage hätte der Mann dann mit ihr gesprochen. Der maskierte Täter hätte zu ihr gesagt, dass er sie nicht umbringen und ihr nichts tun würde, denn er wäre nicht wegen ihr hier, sondern wegen John. Er wäre in dieses Haus gekommen, um John Garner umzubringen. Und zwar nennt er Sandra auch direkt gleich das Motiv für seine Tat, nämlich Rache. Er sagt zu Sandra, dass John daran schuld wäre, dass er seine Kinder, sein Haus und auch seine Frau verloren hätte. Denn John hätte ihn gefeuert und er wäre hier, um sich an ihm zu rächen. Weiterhin sagt Sandra, dass der Mann sie dann am Arm gepackt und aufgerichtet hätte. Und dann konnte sie auch erkennen, dass es ein weißer Mann gewesen ist, denn er trug keine Handschuhe und sie hat quasi gesehen, dass es ein weißer Mann war. Er hätte dann zu ihr gesagt, dass er wüsste, dass sie viel Bargeld im Haus hätten und dass er jetzt das Geld von ihr verlangt. Sandra ist dann mit dem Mann gemeinsam ins Büro gegangen, wo der Safe der Familie stand. Da es im Büro sehr dunkel war, musste Sandra das Licht im Büro einschalten. Während sie den Safe geöffnet hat, um dem Mann das Geld, nachdem er verlangt hat, zu geben, so hat sie bei der Befragung bei der Polizei gesagt, hätte sie sich umgedreht und ihn direkt angesehen. Der Mann trug eine Maske, ja, aber Sandra sagt, dadurch, dass das Licht im Büro an war, konnte sie ihm für einen Bruchteil einer Sekunde in die Augen sehen. Sie sagt, sie
hätte dann sofort wieder weggeschaut, weil der Mann dann auch die Waffe auf sie gerichtet hätte und gesagt hätte, wenn sie ihn noch einmal ansieht, dann würde er sie doch erschießen. Sandra hat den Safe dann geöffnet und dem Mann das komplette Bargeld, das sich im Safe befunden hat, laut ihrer Aussage waren das $18,000, gegeben. Der Mann hätte sie darauf ins Bad geschleppt, hineingestoßen und hätte ihr, bevor er das Haus verlassen hat, noch gesagt, dass sie bis 100 zählen muss, erst dann dürfte sie die Polizei anrufen. Ja, und genau das hat Sandra dann auch getan. Sie hat bis 100 gezählt und dann hat sie die 911 gerufen. Um 4 Uhr morgens ist die Befragung von Sandra bei der Polizei beendet und sie wird von einem Streifenwagen zurück nach Hause gefahren. Auch Johns Eltern, die ja direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite wohnen, wissen inzwischen, was im Haus ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter einige Stunden zuvor passiert ist. Und sie sind natürlich auch inzwischen darüber informiert worden, dass John erschossen wurde, dass er tot ist. Ja, Sandra allerdings beschließt nicht, die Nacht bzw. den Rest der Nacht bei ihren Schwiegereltern zu verbringen, wovon man jetzt ausgehen könnte, dass sie nicht in ihr Haus zurückgehen möchte, sondern sie begibt sich direkt wieder in ihr Haus. Auf die Frage, warum sie denn wieder ins Haus zurückgeht, warum sie nicht bei ihren Schwiegereltern übernachten möchte, sagt Sandra, dass sie darauf warten würde, dass der Täter noch einmal zurückkommt. Denn dann, so ihre Aussage, würde sie ihn erschießen. Ich glaube, dass man in dem Moment, nachdem man so etwas erlebt hat, einfach völlig unter Schock steht und dass man jetzt auf diese Aussage von Sandra vielleicht gar nicht so viel geben darf. Aber sie hat diese Aussage auf jeden Fall gemacht, dass sie zurück in ihr Haus möchte, obwohl wenige Stunden vorher ihr Mann dort erst erschossen worden ist und das Schlafzimmer ein Tatort ist und sowieso abgesperrt ist. Sie wollte unbedingt wieder zurück nach Hause in ihr eigenes Haus, dort schlafen. Ja, und dann hat sie eben noch diese Aussage gemacht, dass wenn der Täter zurückkommt, dass sie ihn eben dann umbringen wird. Es gab diese Aussage, deswegen wollte ich es an dieser Stelle einfach nur noch einmal erwähnen. Allerdings passiert in diesen frühen Morgenstunden noch etwas anderes, sehr Außergewöhnliches. Und das betrifft Sandras Sohn Wes. Denn eigentlich sollte man ja glauben, dass nach so einer unaussprechlich grausamen Tat an seinem Stiefvater Wes jetzt zuerst einmal zu seiner Mutter geht, versucht ihr beizustehen, herauszufinden, was passiert ist und einfach bei ihr zu sein. Doch in den frühen Morgenstunden passiert etwas ganz anderes, denn anstatt dass Wes zu seiner Familie oder zu seiner Mutter geht, führt ihn sein Weg wo ganz anders hin, nämlich zur Polizei. Wenige Stunden nachdem seine Mutter nämlich als Zeugin bei der Polizei ausgesagt hat, wie sich die Nacht abgespielt hat, sitzt Wes, ihr Sohn, im selben Raum. Und was er zu sagen hat, das lässt die Polizei wirklich aufhorchen. Wes sagt den Ermittlern nämlich auf den Kopf zu, dass er davon überzeugt ist, dass seine Mutter etwas mit dem Tod seines Stiefvaters John Garner zu tun hat. Es gibt natürlich auch eine Videoaufnahme von Wes' Aussage bei der Polizei, auch nur in kleineren Teilen, die ich mir aber auch angeschaut habe. Und wörtlich sagt er bei der Polizei, she did this. Sie hat das getan. Ja, man kann sich natürlich vorstellen, dass die erste Frage der Polizisten, die Wes dort befragen ist, wie er denn überhaupt darauf kommt, dass seine Mutter jetzt ihren eigenen Mann erschossen haben soll. Er redet viel außen drum herum und er sagt, dass er darauf nicht weiter eingehen möchte, denn immerhin geht es ja hier um seine Mutter. In dieser Aussage bei der Polizei bestätigt Wes aber auch einiges, was seine Mutter einige Stunden vorher ausgesagt hat, so zum Beispiel, dass er tatsächlich aufgrund des Hochzeitstages der beiden zum Essen eingeladen gewesen ist und das Haus um ca. 19 Uhr verlassen hätte. Doch bevor er geht, sagt er noch einmal, ja, er besteht sogar darauf, dass die Polizei seine Mutter noch einmal genau unter die Lupe nehmen soll. Und er sagt immer wieder, dass er sich sicher ist, dass sie etwas damit zu tun hat. Er führt zum Beispiel bei seiner Aussage auch an, dass es ja 2 große Hunde gäbe in diesem Haus und dass die Hunde die ganze Nachbarschaft zusammengebellt hätten, wenn ein fremder Mann in den Garten oder ins Haus eingedrungen wäre. Außerdem, so sagt er weiter, wären die beiden Hunde auch Wachhunde gewesen. Das heißt, sie hätten den Mann, der angeblich ins Haus eingedrungen und
John erschossen hat, auch mit Sicherheit angegriffen, aber gebellt und zwar ununterbrochen und laut hätten sie auf jeden Fall. Und das hätte man in der unmittelbaren Nachbarschaft auf jeden Fall mitkriegen müssen, doch Hundegebell war nicht zu hören. Doch die Polizei ist trotz der Aussage von Sandras Sohn Wes skeptisch, ob sie wirklich etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun hat. Ihre Aussagen waren nämlich sehr klar und sehr deutlich. Natürlich, sie stand unter Schock, aber sie konnte genau erzählen, was passiert ist. Sie musste nicht viel überlegen, sie war nicht sehr unsicher, sondern sie war in ihrer Aussage sehr straight, sehr klar und konnte auf alle Fragen der Polizisten antworten. Sie hat sich nicht verhaspelt. Den Ermittlern kommt außerdem Wes' Aussage ein wenig seltsam vor. Vor allen Dingen, weil er direkt darauf gedrängt hat, dass die Polizei jetzt seine Mutter verdächtigen sollte und außerdem, weil er auch nicht näher auf den Grund eingehen wollte, warum er diese Behauptung überhaupt aufgestellt hat. Die Polizei fängt am nächsten Tag mit ihrer Arbeit an. Die komplette Umgebung rund um das Haus von John und Sandra Garner wird unter die Lupe genommen. Außerdem wird auch nochmal das Haus der beiden und auch die Garage genauestens durchsucht. Sowohl das Auto von John als auch der rote Mustang von Sandra. Die Polizei findet zwar ums Haus herum und auch in der Garage und in den Autos nichts, allerdings im Haus werden sie doch fündig. Sie finden insgesamt über 10 Schusswaffen im Haus. Das ist allerdings nicht ungewöhnlich, denn John hatte mehrere Schusswaffen legal besessen, die allerdings im Haus ungewöhnlich verteilt gewesen sind. Also man hat eine Waffe unterm Bett gefunden, eine hat man im Schrank gefunden, die nächste oben auf der Küchenablage. Also er hatte jetzt keinen Schrank, wo die Waffen drin waren und abgesperrt war, sondern die Waffen waren überall im Haus verteilt. Allerdings hatte John wohl die Berechtigung, diese Waffen zu besitzen. Es waren registrierte Waffen und auch Sandra Garner hatte eine Waffe. Eine Waffe Kaliber 38, die ein Geschenk von John an sie gewesen ist. Vor mehreren Jahren hat er ihr diese Waffe geschenkt und diese Waffe war auch auf Sandra Garner registriert. Und jetzt kommt's. Die Waffe, die auf Sandra registriert war, war die einzige Waffe, die man im Haus nicht finden konnte. Ja, natürlich fragt die Polizei dann Sandra, wo ihre 38er Waffe geblieben ist, doch darauf weiß sie keine Antwort. Sie sagt, dass die Waffe eigentlich immer da war und sie nicht versteht, wo sie jetzt ist. Sie kann der Polizei also nicht weiterhelfen. Das macht Sandra jetzt doch ein bisschen verdächtig, vor allen Dingen, wenn man jetzt auch noch die Aussage ihres Sohnes Wes wenige Stunden vorher mit dazu nimmt. Abgesehen davon nehmen die Polizisten aber auch sämtliches elektronisches Gerät aus dem Haus der Garners mit, so die beiden Handys sowohl von Sandra als auch von John, als auch Sandras iPad, der Computer und auch ihr Laptop werden ins forensische Labor mitgenommen, um dort untersucht zu werden. Die Tatsache, dass Sandras Waffe die einzige ist, die man im Haus nicht finden konnte, macht sie, wie gesagt, verdächtig. Doch das ist noch nicht alles. Denn schon am nächsten Morgen erhärtet sich der Verdacht gegen Sandra Garner weiter. Denn die Ergebnisse der Schmauchspuren, die ja von ihren Händen genommen worden sind, sind da und die sind positiv. Sandra Garner hatte Schmauchspuren an ihren Händen, als sie in der Nacht, nachdem ihr Mann erschossen worden ist, bei der Polizei ihre erste Aussage gemacht hat. Schmauchspuren können immer dann an den Händen festgestellt werden, wenn ein Mensch eine Waffe abfeuert. Denn die Pulverspuren, die nach dem Austritt der Kugel zurückschießen, haften dann an der Haut an und können dann somit eben darauf hindeuten, dass ein Mensch eventuell eine Waffe abgefeuert hat. Allerdings, und das ist sehr wichtig an dieser Stelle zu wissen, können Schmauchspuren auch auf ganz andere Art und Weise an die Hände eines Menschen kommen. Es muss nicht unbedingt so sein, dass ein Mensch eine Waffe abgefeuert hat, dass er Schmauchspuren an den Händen hat. Zum Beispiel hätte es auch sein können, Sandra lag ja direkt neben John im Bett, als laut ihrer Aussage der Fremde auf ihren Mann geschossen hat, dass die Schmauchspuren eben dadurch auf ihre Hände gekommen sind, weil sie ja direkt im unmittelbarer Nähe gelegen hat, als eben die Waffe abgefeuert worden ist.
Außerdem, das hatte ich euch gerade vorhin vergessen zu sagen, als ich über den 911-Anruf gesprochen habe, den Sandra gemacht hat, hat die 911-Operatorin Sandra auch noch gesagt, dass sie versuchen soll, CPR bei ihrem Mann zu machen, also Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch als Sandra dann versucht hat, John wiederzubeleben, hätten Schmauchspuren auf ihre Hände kommen können. Das heißt, dass nur weil Sandra Schmauchspuren an ihren Händen hatte, heißt das nicht automatisch, dass sie auch geschossen hat. Tatsache ist aber, sie hatte Schmauchspuren an ihren beiden Händen. Schmauchspuren an den Händen, eine verschwundene Waffe und die Aussage ihres Sohnes Wes wenige Stunden vorher bei der Polizei, dass seine Mutter etwas mit diesem Verbrechen zu tun hat. Verdächtig, ja, aber beweisen tut das in erster Linie noch nicht sehr viel. 3 Tage später allerdings geht der Verdacht in Richtung Sandra Garner in die nächste Runde. Denn die Computerforensik kommt mit unglaublichen Nachrichten. Sie haben Sandra Garners Laptop nämlich genau unter die Lupe genommen und dabei 2 sehr verdächtige Suchanfragen, die nur 4 Tage vor John Garners Tod an diesem Laptop über Google vorgenommen worden sind, herausfiltern können. Eine der Suchanfragen lautete: How can I kill someone in their sleep? Also, wie kann ich jemanden im Schlaf ermorden? Oder 16 ways to kill someone and not get caught. Also 16 Wege, jemanden umzubringen, ohne danach erwischt zu werden. Doch auch mit diesen Suchanfragen hat die Polizei nicht genug in der Hand, Sandra Garner festzunehmen, geschweige denn jetzt ihr den Mord an ihrem Mann irgendwie beweisen zu können. Doch schon 3 Tage später bekommt die Polizei erneut einen heißen Tipp. Und zwar von niemand Geringeren als erneut von Sandras Sohn Wes. Der meldet sich wieder bei der Polizei und sagt, dass die Ermittler sich doch noch einmal das Auto seiner Mutter, das in der Garage parkt, den roten Mustang, erneut vornehmen sollen. Bei der ersten Durchsuchung der Garage und der Autos wenige Tage vorher hatte die Polizei nichts gefunden. Doch Wes behauptet jetzt, dass die Polizisten noch einmal schauen sollen. Denn er sagt, dass seine Mutter ihm erst vor wenigen Monaten erzählt hat, dass sie ihre Waffe Kaliber 38, das Geschenk seines Stiefvaters, immer öfter im Auto aufbewahren würde. Die Polizei fährt also an diesem Nachmittag noch einmal zu Sandra. Sie klingeln an der Tür, doch sie ist nicht zu Hause. Sie gehen auf die Rückseite des Hauses zur Garage, doch diese ist abgeschlossen. Sie bekommen mit, dass Sandra direkt auf der anderen Straßenseite bei Johns Eltern, also ihren Schwiegereltern, ist. Und sie gehen hinüber und bitten Sandra, die Garage aufzusperren. Sie sagen, sie hätten einen Tipp bekommen und möchten sich jetzt nochmal ihr Auto ansehen. Sandra Garner rastet daraufhin vollkommen aus. Sie schreit die Polizisten an, dass sie gefälligst verschwinden sollen und dass sie ihnen auf gar keinen Fall noch einmal Zutritt zu ihrem Haus oder zu ihrer Garage gewähren wird. Doch die Polizei ist Sandra Garner einen Schritt voraus, denn sie haben einen Durchsuchungsbefehl. Der leitende Ermittler sagt ihr auf den Kopf zu, dass sie es einfach haben kann oder schwer. Sie kann jetzt den Ermittlern die Tür aufsperren oder sie werden die Tür aufbrechen. Ja, Sandra Garner bleibt dann also nichts anderes übrig. Sie sperrt der Polizei die Garage auf und siehe da, in der Garage steht Sandra Garners roter Mustang. Die Polizisten durchsuchen das Auto erneut und, man mag es kaum glauben, unter dem Beifahrersitz in einer schwarzen Mülltüte versteckt finden sie Sandra Garners 38er. Dass die Polizei wenige Tage vorher, als sie das Auto zum ersten Mal durchsucht haben, die Waffe übersehen haben konnten, ist so gut wie ausgeschlossen. Deswegen heißt das für sie, dass die Waffe nach der ersten Durchsuchung des Hauses dort platziert worden ist. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, wer hat die Waffe dort platziert? Es gibt eigentlich für die Polizei zu diesem Zeitpunkt nur 3 Möglichkeiten. Entweder es war tatsächlich der unbekannte Täter mit der Maske, den Sandra eben auch bei ihrer Aussage beschrieben hat. Doch dieser müsste diese Waffe dann im Auto versteckt haben, bevor er aus dem Haus geflüchtet ist, und die Polizei müsste die Waffe dann übersehen haben. Bei ihrer ersten Durchsuchung des Wagens, was wie gesagt eigentlich ausgeschlossen werden kann. Oder war es Sandra selbst, die die Waffe zuerst woanders versteckt hat
Und nachdem die Polizei die Garage und das Auto durchsucht hat, sie dort mit dem Müllsack unter dem Beifahrersitz platziert hat, um sie in den nächsten Tagen eventuell für immer verschwinden zu lassen? Oder die dritte Möglichkeit, es könnte Wes gewesen sein, durch dessen Tipp die Polizei ja jetzt überhaupt erst noch einmal zurückkam, um das Auto erneut zu durchsuchen. Für die Polizei ist jetzt nach dem Fund der Waffe aber eine ganz andere Frage zentral, nämlich ob John Garner überhaupt mit dieser Waffe erschossen wurde. Ob diese Waffe überhaupt die Tatwaffe ist. Und es stellt sich kurze Zeit später heraus, dass es so ist. Die Tatwaffe ist die Waffe, die in Sandra Garners roten Mustang gefunden worden ist. Allerdings waren auf der Waffe keine Fingerabdrücke zu finden und auch keine DNA oder sonstiges. Aber die Tatwaffe steht hiermit fest. Es ist Sandras eigene Waffe, mit der John erschossen wurde. Für viele Bekannte, Nachbarn, Freunde, aber vor allen Dingen für Johns Familie ist Sandra nach dem Fund der Waffe in ihrem Wagen jetzt die Hauptverdächtige. Und viele glauben jetzt genau das, was Wes eigentlich schon wenige Stunden, nachdem sein Stiefvater erschossen wurde, bei der Polizei ausgesagt hat. Nämlich, dass Sandra etwas damit zu tun haben muss. Daraufhin wird Sandra erneut ins Sheriff's Department vorgeladen und dieses Mal wird sie nicht als Zeugin befragt, sondern dieses Mal wird sie als Verdächtige verhört. Und auch dieses Verhör habe ich mir zum großen Teil, soweit es verfügbar war, angesehen und man merkt einfach, wie sich der Ton verändert hat. Man merkt, wie sich der Ton im Gegensatz zur ersten Befragung jetzt zu diesem Verhör als Verdächtige hin radikal verändert hat. Die Polizei geht jetzt mit ihren Fragen sehr viel härter vor. Sie werfen Sandra vor, dass sie nicht ehrlich ist. Sie sagen ihr auf den Kopf zu, dass sie ihr nicht mehr glauben. Sie sagen ihr auch, dass sie davon überzeugt sind, dass sie es war, die John erschossen hat. Doch Sandra hält dagegen. Und ich fand es sehr interessant, wie sie in dieser zweiten Befragung bzw. in diesem Verhör aufgetreten ist, nämlich sehr, sehr standhaft und sehr, sehr sicher. Und entweder sie ist eine verdammt gute Schauspielerin oder sie hatte wirklich nichts mit diesem Mord an ihrem Mann zu tun. Es ist als Laie immer sehr schwer, sich da ein Urteil zu bilden, denn es gibt einfach Menschen, die sehr überzeugend lügen können. Es gibt aber eben auch einfach Menschen, die die Wahrheit sagen und deswegen so ehrlich wirken. Also es ist immer sehr, sehr schwer, vor allem wie ein Laien für mich da, ja, das genau zu durchschauen. Spannend ist es immerhin allemal, vor allen Dingen, wenn man wie in diesem Fall zwei verschiedene Befragungen hat. Einmal kurz nach der Tat, wo Sandra als Zeugin befragt wurde und jetzt einige Tage später, nachdem sich so viele Beweise jetzt oder Indizien, sagen wir es mal so, gegen sie zusammengefunden haben, dass sie dann nochmal als jetzt Hauptverdächtige befragt wird. Aber sie bleibt standhaft bei ihrer Aussage, die sie auch schon einige Tage vorher gemacht hat. Ein unbekannter Mann wäre in ihr Haus gekommen und hätte ihren Mann aus Rache getötet. Doch die Polizei glaubt Sandra nicht mehr. Und sie haben jetzt auch genügend Indizien in den letzten Tagen sammeln können, um Sandra festzunehmen. Und genau das passiert in den frühen Abendstunden des 21. März 2018. Als sie vom Einkaufen nach Hause kommt, wird sie von der Polizei erwartet und festgenommen. Sandra Garner kommt zunächst einmal in Untersuchungshaft und das Gericht setzt eine Kaution von 2 Millionen Dollar fest, die sie allerdings nicht aufbringen kann. Weswegen sie die nächsten anderthalb Jahre bis zum Beginn ihres Prozesses in Untersuchungshaft bleibt. Im September 2019 beginnt dann in Waxahachie im US-Bundesstaat Texas der Prozess gegen Sandra Garner wegen Mordes an ihrem Mann John. Ja, ich finde, man sieht Sandra Garner an, vor allen Dingen jetzt, nachdem sie nach anderthalb Jahren Untersuchungshaft im Gerichtsgebäude sitzt, dass sie die Zeit im Gefängnis doch sehr gezeichnet hat. Viele Menschen haben sich auch nach ihrer Verhaftung von ihr abgewandt und viele Menschen haben auch nicht mehr an ihre Unschuld geglaubt. Doch ob sie es ist, unschuldig oder nicht, beziehungsweise ob sie im Gefängnis bleiben muss oder freigesprochen wird,
das liegt jetzt an einer 12-köpfigen Jury. Ja, die Rollen in diesem Prozess sind ganz klar verteilt. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, genügend Indizien vorlegen zu können, die ganz klar beweisen sollen, dass Sandra John in dieser Nacht erschossen hat. Die Schmauchspuren an ihren Händen, die Aussage von Wes kurz nach der Tat, dass er davon überzeugt ist, dass seine Mutter etwas damit zu tun hat. Die Waffe, die zunächst spurlos verschwunden war und dann erst nach der zweiten Durchsuchung der Polizei von Sandras Wagen urplötzlich wieder aufgetaucht ist. Die Tatsache, dass Sandra unbedingt verhindern wollte, dass die Polizei überhaupt noch einmal in die Garage geht und sich mit Händen und Füßen zunächst einmal dagegen gewehrt hat. Und dann natürlich auch die Suchanfragen bei Google, die nur 4 Tage vorher von Sandras Laptop aus gemacht worden sind. 16 Wege, jemanden umzubringen, ohne erwischt zu werden. Wie bringe ich jemand im Schlaf um? Die Verteidigung ihrerseits natürlich hält dagegen und sagt, dass kein einziges dieser Indizien, die ja nur Indizien und keine handfesten Beweise sind, irgendwie für die Schuld von Sandra sprechen würden. Es gibt keinerlei DNA oder Fingerabdrücke auf der Waffe. Die Schmauchspuren sind kein Beweis dafür, dass Sandra die Waffe überhaupt abgefeuert hat. Die Aussage von Wes nur wenige Stunden nach dem Mord an seinem Stiefvater bei der Polizei wäre laut Verteidigung von Sandra Garner auch nichts wert, denn Wes hätte allerhöchstens eine Behauptung aufgestellt. Diese allerdings hätte er nicht mit irgendwelchen Beweisen untermauern können und er hätte noch nicht einmal bei der Polizei bis heute einen Grund angegeben, weswegen seine Mutter ihren Mann hätte umbringen sollen. Auch wenn Wes von der Polizei nie offiziell verdächtigt wurde, so führt die Verteidigung im Prozess doch an, dass Wes ebenfalls für den Tod seines Stiefvaters verantwortlich sein könnte. Zum Beispiel wurde eben auch noch einmal deutlich, dass Wes bei der Polizei kurz nach dem Mord geradezu darauf gedrängt hat, die Schuld auf seine Mutter zu schieben. Dann ist es auch ganz offensichtlich, dass Wes derjenige war, der die Polizei nur wenige Tage nach der ersten Durchsuchung der Garage und des Autos jetzt auch wieder geradezu gedrängt hat, das Auto noch einmal zu durchsuchen und schwupps, siehe da, auf einmal liegt die Waffe in einer Mülltüte genau an der Stelle, wo die Polizei von Wes geradezu darauf hingewiesen wurde, noch einmal zu suchen. Abgesehen von den fehlenden Beweisen für die Schuld von Sandra Garner, sagt die Verteidigung auch noch, dass das Wichtigste überhaupt fehlen würde, nämlich das Motiv. Es gibt nämlich schlichtweg keins. Es lässt sich kein Grund dafür finden, dass Sandra Garner die Liebe ihres Lebens hätte umbringen sollen. John und Sandra waren immer füreinander da. Freunde und Familie haben alle übereinstimmend ausgesagt, dass es keinerlei Probleme oder Schwierigkeiten in ihrer Ehe gab und dass sie sogar nach Sandras MS-Diagnose noch mehr zusammengewachsen sind und immer füreinander da waren. Die Ehe war harmonisch, es gab keinerlei Probleme und auch Sandra hat immer wieder gesagt, dass es für sie überhaupt keinen Grund gegeben hätte, ihrem Mann etwas antun zu wollen. Sie sagte auch immer wieder, auch nachdem die Polizei sie zur Hauptverdächtigen gemacht hat, dass sie John geliebt hat und dass sie ihm niemals etwas hätte antun können. Noch ein weiteres sehr, sehr interessantes Detail. Was die Suchanfragen bei Google angeht, kommt im Prozess auf Seiten der Verteidigung zutage. Nämlich, dass Wes, Sandras Sohn, 4 Tage vor dem Mord an seinem Stiefvater, genau an dem Tag, wo die Google-Anfragen gemacht worden sind, sich im Haus seiner Mutter befunden hat. Und noch etwas weiteres sehr Interessantes kommt zutage, nämlich, dass diese Suchanfragen erst um 23 Uhr nachts gemacht worden sind. Und ich hatte es euch ja vorhin schon gesagt, John und Sandra waren ein Ehepaar, das immer sehr früh ins Bett ging. Meist zwischen 21 und spätestens 22 Uhr lagen die beiden im Bett oder haben schon geschlafen. Es kam so gut wie nie vor, dass Sandra erst um 23 Uhr ins Bett ging, geschweige denn, dass sie oder John um diese Uhrzeit noch am Computer oder am Laptop gesessen haben. Doch diese Google-Anfragen, wie töte ich jemanden im Schlaf oder 16 Wege, jemanden umzubringen, ohne erwischt zu werden, diese Suchanfragen gab es 4 Tage zuvor um 23 Uhr.
Ich konnte bei meiner Recherche nicht herausfinden, ob Wes einen Schlüssel für das Haus seiner Mutter hat. Aber ja, in den USA lassen ja viele Menschen auch ihre Vorder- und Hintertür offen. Vielleicht gab es auch einen Schlüssel, der irgendwie ums Haus herum deponiert worden ist, sodass Wes vielleicht ins Haus kam, um diese Suchanfragen zu machen. Das konnte natürlich auch im Prozess jetzt nicht bewiesen werden. Allerdings konnte eben auch nicht widerlegt werden, dass Sandra Garner nicht um 11 Uhr nochmal aufgestanden ist und doch diese Suchanfragen gemacht hat. Also es war eben etwas, was sehr interessant war in diesem Zusammenhang, dass diese Suchanfragen erst so spät gemacht worden sind und dass Wes an diesem Tag im Haus seiner Mutter war. Allerdings beweist das jetzt weder Schuld noch Unschuld. Es ist einfach nur ein weiteres Indiz, das entweder zur einen oder zur anderen Seite hin zeigen kann. Aber weil wir gerade vorhin schon von Motiv gesprochen haben, im Gegensatz zu Sandra, bei der einfach kein Motiv ermittelt werden konnte, dass sie ihren Mann hätte umbringen wollen, war das bei Wes, ihrem Sohn, zumindest zum kleinen Teil etwas anders. Denn viele sagen, dass Wes sehr wohl ein Motiv gehabt hätte, seinen Stiefvater umzubringen. Denn Wes hatte wohl einige Monate zuvor herausgefunden, dass er im Testament seines Stiefvaters steht und dass er nach seinem Tod sehr viel von ihm erben wird. Ob das jetzt ein so stichhaltiges Motiv ist oder nicht, das bleibt jetzt jedem selbst überlassen, aber das ist auch etwas, was im Zuge des Prozesses und dieses ganzen Falls noch ans Tageslicht kam. Laut Staatsanwaltschaft allerdings wäre Wes als Tatverdächtiger überhaupt nicht in Frage gekommen, weswegen gegen ihn auch nie ermittelt worden ist. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass er irgendetwas mit dem Mord an seinem Stiefvater zu tun gehabt hätte. Und außerdem, so kam dann auch noch auf, während der Ermittlungen hätte Wes auch ein Alibi für die Nacht, in der sein Stiefvater getötet wurde. Er war ja im Haus seiner Eltern zum Essen. Dieses hatte er aber ja dann gegen 19 Uhr verlassen. Und ab 20 Uhr hätte er dann sich mit einem Bier auf seine Couch vor seinen Fernseher gesetzt und Netflix geschaut. Ich habe mich an diesem Punkt in meiner Recherche gefragt, was das denn jetzt eigentlich für ein Alibi sein soll. Alleine zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen, ist jetzt beileibe kein stichhaltiges Alibi. Jedoch hat die Polizei bzw. die Ermittler dann wohl bei dem Streaming-Anbieter Netflix eine Anfrage gestellt und durch die Daten, durch die Einlog-Daten konnte dann tatsächlich rekonstruiert werden, dass Wes seinen Account an diesem Abend gegen 20.30 Uhr wohl aktiviert hat und dass Netflix dann über die Zeit, wo sein Stiefvater erschossen worden ist, komplett gelaufen ist, was für mich jetzt als Laie, der diesen Fall einfach nur recherchiert hat, trotzdem nach wie vor immer noch kein Alibi ist, denn ich kann mich jetzt auch hier in meinen Netflix-Account einloggen und hier Netflix 6 Stunden laufen lassen und kann trotzdem rausgehen und eine Bank überfallen. Also nur weil ich hier mit meinem Netflix-Account eingeloggt bin und hier bei mir der Fernseher läuft, heißt es doch jetzt nun nicht, dass ich dann auch hier sitzen muss, um zu schauen. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich habe dann in meiner Recherche wirklich nicht verstanden, wie das denn jetzt ein stichhaltiges Alibi für Wes sein soll, dass er da einfach Netflix geschaut hat alleine. Ja, aber das war eben so die Begründung. Er hat ein Alibi für die Zeit, in der der Mord passiert ist. Die Polizei schließt aber nicht nur Wes als Täter kategorisch aus, sondern auch den unbekannten Maskenmann. Sie sagen, Sandra hätte sich die Geschichte vom fremden Eindringling in ihr Haus, der ihren Mann erschossen hat, schlichtweg einfach ausgedacht. Es gebe keinerlei Beweise, Indizien oder Belege dafür, dass in dieser Nacht ein fremder Mann ins Haus der Garners kam. Es gab keine Einbruchsspuren am Haus, keine Fußspuren, keine fremden Fingerabdrücke oder DNA-Spuren im Haus, die darauf hingewiesen hätte, dass jemand Fremder ins Haus kam. Abgesehen davon wurden sämtliche früheren Mitarbeiter von John, die von ihm entlassen worden sind in der Verpackungsfirma, in der gearbeitet hat, genauestens unter die Lupe genommen und von der Polizei befragt. Und auch da gaben sich überhaupt keine Hinweise darauf, dass irgendjemand an John hätte Rache nehmen wollen dafür, dass sie von ihm entlassen worden sind. Weiterhin führt die Staatsanwaltschaft an, und das ist tatsächlich, wie ich finde, auch ein sehr gewichtiger Punkt in diesem Fall, dass wenn ein fremder Mann plant,
in ein Haus einzudringen, um jemanden zu erschießen, dass er dann doch eigentlich schon tatsächlich eine Waffe mit dabei haben sollte und sich nicht erst von seinem zukünftigen Opfer die Waffe ausleihen muss, um ihn dann damit zu erschießen. Das macht eben einfach überhaupt gar keinen Sinn. Denn ein Täter, der in ein Haus einbricht, um jemanden zu erschießen, der ist in der Regel bewaffnet und muss nicht erst im Haus, in das er einbricht, die Waffe suchen, mit der er dann seine Tat begeht. Abgesehen davon, dass er ja vielleicht auch gar nicht hätte wissen können, dass in diesem Haus überhaupt Waffen sind. Und selbst wenn ein unbekannter Täter gewusst hätte, dass John Garner mehrere Waffen besitzt, so hätte er trotzdem nicht sicher sein können, wo er diese Waffen findet. Also das ist ein, wie ich finde, sehr, sehr schwerwiegendes Kommentar der Staatsanwaltschaft in diesem Prozess gewesen, dass der Täter doch wohl bitte mit seiner eigenen Waffe hätte kommen müssen, wenn er diesen Mord geplant hat. Dass es aber Sandra Garners eigene Waffe war, mit der ihr Mann erschossen worden ist, die dann auch noch offensichtlich erst versteckt und später dann, nachdem die offizielle Durchsuchung der Polizei schon abgeschlossen war, bei einer zweiten ungeplanten Durchsuchung des Wagens gefunden worden ist, ist für die Staatsanwaltschaft ein klares Indiz dafür, dass Sandra die Waffe zunächst versteckt und sie dann anschließend im Wagen deponiert hat, um sie später irgendwo zu entsorgen. Auch was das Motiv angeht, hält sich die Staatsanwaltschaft bedeckt, denn was ich in diesem Zusammenhang jetzt auch herausgefunden habe, was ich vorher nicht wusste, ist, dass vor einem texanischen Gericht in einem Prozess die Staatsanwaltschaft der Jury kein Motiv vorlegen oder erklären muss. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es für eine 12-köpfige Jury besser nachvollziehbar ist, was sich da abgespielt hat, wenn sie ein Motiv haben, das ihnen vorgelegt wird. Das ist aber, wie gesagt, für die Staatsanwaltschaft in Texas nicht maßgebend. Also sie müssen der Jury kein Motiv präsentieren. Und das können sie auch nicht, denn sie finden keins. Am Ende des Prozesses bringt dann aber die Verteidigung auch nochmal die katastrophale Arbeit der Polizei ins Spiel. Ich hatte euch ja am Anfang in dem Video gesagt, dass einer der Polizisten am Tatort Fotos mit seinem eigenen Handy gemacht hat. Diese Fotos wären sehr wichtig gewesen, weil sie eben auch in die Beweisaufnahme hätten mit einfließen sollen. Allerdings waren diese kompletten Fotos verschwunden. Außerdem kamen dann im Anschluss auch noch mehrere Polizisten und wohl dann im späteren Verlauf noch andere Leute ins Haus, die keine dementsprechende Schutzkleidung getragen haben, somit auch Spuren, die im Haus eventuell gesichert werden hätten können, noch einmal verunreinigt worden sind. Also so hat das die Verteidigung dargestellt. Inwieweit das jetzt genau zutrifft, konnte ich nicht herausfinden, aber es war wohl auch so, dass der leitende Ermittler, der an diesem Abend dann auch zum Haus der Garners kam, um diesen Fall zu übernehmen, auch noch sehr unerfahren gewesen ist. Es war wohl auch sein erster Fall, den er bearbeitet hat, sein erster Mordfall. Und es lief dann wohl auch einiges schief, vor allen Dingen, weil eben auch diese ganzen Bilder, die an diesem Abend von dem Polizisten mit seinem Handy geschossen worden sind, urplötzlich dann alle miteinander nicht mehr auffindbar waren. Auch das sind natürlich Dinge, die eine Verteidigung in einem Prozess anbringen kann und die natürlich auch Zweifel säen. Die Staatsanwaltschaft ist sich trotzdem nach dem vierwöchigen Prozess sicher, genügend zu haben, um einen Schuldspruch zu erreichen bei der Jury. Und diese zieht sich dann nach diesen 4 Wochen Prozess in ihre Beratungen zurück. Ich habe dann gelesen, dass wohl Staatsanwaltschaft und Verteidigung eher davon ausgingen, dass es eine sehr, sehr lange Juryberatung werden wird, also dass die Mitglieder wahrscheinlich mehrere Tage oder sogar Wochen brauchen werden, bis sie sich auf ein Urteil einigen können, denn es ist schon ein sehr schwieriger Fall, in dem es sehr viele Zweifel gibt, aber auch starke Indizien gibt. Deswegen ging man wohl davon aus, auf beiden Seiten, dass es sehr, sehr hitzige und intensive Beratungen im Juryraum werden würden. Umso größer war die Überraschung, dass die Jury schon 6 Stunden, nachdem der Prozess beendet war, mit einem Urteil zurückkam. Das Urteil der Jury lautet: nicht schuldig. Sie sprechen Sandra Garner frei. Für die Jury konnte nämlich in diesem Prozess nicht zweifelsfrei bewiesen werden, dass Sandra Garner
ihren Mann John Garner erschossen hat. Aber genau das sollte in einem Prozess, wo es darum geht, dass ein Mensch wegen Mordes den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen soll, passieren. Es sollte eben keine Zweifel mehr geben, aber genau die gab es. Und weil es diese Zweifel gab, wurde Sandra Garner freigesprochen. Nach dem Urteil fällt sie ihrem Verteidiger in die Arme. Sie lacht, sie weint, sie ist einfach überglücklich, nach 1,5 Jahren Untersuchungshaft jetzt freizukommen. Ganz im Gegensatz zur Familie von John, die ebenfalls im Gerichtssaal sitzt. Diese sind schockiert und enttäuscht, denn sie hielten und halten Sandra für schuldig. 2 Tage später wird Sandra Garner nach 21 Monaten Untersuchungshaft und nach dem Ende ihres Prozesses, jetzt nachdem sie frei ist, von einigen Freunden und ihrer Tochter Andrea vom Gefängnis abgeholt. Sie fährt wieder zurück nach Hause, in das Haus, in dem sie mit John gelebt hat. Und wo auf der anderen Seite genau seine Familie immer noch lebt, der Sandra auch in den vielen Tagen, Wochen und Monaten nach dem Prozess immer wieder über den Weg läuft. Genauso auch ihrem Sohn Wes, der nur wenige Kilometer weiter von seiner Mutter immer noch wohnt. Sandra Garner lebt auch heute noch mit ihren beiden Hunden alleine in ihrem Haus in der Nähe von Dallas. Sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Tochter Andrea, die sie während der Untersuchungshaft, aber auch während des Prozesses immer unterstützt hat und an ihre Unschuld geglaubt hat. Mit der Familie von Wes hat sie natürlich keinerlei Kontakt mehr und ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, dass ja, die unmittelbar in derselben Straße leben und auch zu ihrem Sohn Wes hat sie keinerlei Kontakt mehr. Sandra Garner hat nach dem Prozess und auch wohl hier und da schon während des Prozesses immer mal wieder verlauten lassen, dass sie sich inzwischen sehr sicher sei, wer der unbekannte Mann mit der Maske gewesen ist, der John erschossen hat und der eben nachts in ihr Haus kam. Nämlich hat sie gesagt, dass sie sich inzwischen sicher ist, dass es ihr Sohn Wes gewesen sei. Ja, diese Aussage von Sandra ist sehr erstaunlich, denn viele haben dann eben auch im Nachhinein gesagt, dass diese Aussage jetzt doch sehr überraschend und sehr plötzlich kommt, denn man muss sich natürlich die Frage stellen, ob Sandra ihr eigenes Kind nicht hätte erkennen müssen, wenn er selbst mit einer Maske nachts vor ihr stünde. Sandra hatte ja gesagt, dass der Täter mit ihr gesprochen hat und sie hat in ihrer Aussage bei der Polizei klar kommuniziert, dass sie die Stimme nicht erkannt hat. Hätte sie denn die Stimme ihres eigenen Sohnes nicht erkannt? Dann hat sie auch gesagt, dass es eben einen Moment gab, als sie dem unbekannten Mann mit der Maske das Geld aus dem Safe überreicht hat, wo sie das Licht im Büro angeschalten hat und wo sie dem Täter direkt durch die beiden Schlitze der Maske in die Augen gesehen hat. Hätte sie denn die Augen ihres eigenen Kindes hinter der Maske nicht erkennen müssen? Auch die Größe und Statur des eigenen Kindes, so sagen viele, hätte Sandra eigentlich erkennen müssen. Und als sie dann bei der Polizei ihre Aussage gemacht hat, hätte sie ja auch sagen können, dass sie davon ausgeht, dass es Wes war, ihr Sohn. Viele haben dann aber auch gesagt, dass sie einfach unter Schock stand und dass sie einfach in dem Moment überhaupt nicht den Bezug zu Wes herstellen konnte und wollte, dass diese Gedanken in ihrem Kopf vielleicht überhaupt nicht zugelassen worden sind, dass es ja ihr eigener Sohn hätte sein können, der nachts in ihr Haus kommt und ihren Mann erschießt. Ich fand diese Aussage von Sandra, dass es jetzt Wes gewesen sein soll und dass sie sich sehr sicher ist, trotzdem interessant und ja, konnte es eigentlich auch gar nicht glauben, dass sie jetzt nach dem Prozess eben und wohl auch schon vorher immer wieder mal gesagt hat, dass sie sich jetzt auf einmal ziemlich sicher ist, dass es Wes war. Ja, ihr Lieben, am Ende meiner Videos, wie immer, möchte ich euch auch meine Meinung nicht vorenthalten. Und ich muss sagen, dass mich dieser Fall wirklich mitgerissen hat. Er hat mich schockiert, er hat mich interessiert und er hat mich wirklich mitnehmen können. Denn es ist ein Fall mit unheimlich vielen Fragezeichen, wo man einfach nicht weiß, was man am Ende des Tages glauben soll. Für mich ganz persönlich, und ihr wisst, ich sage euch am Ende meiner Videos immer nur meine laienhafte persönliche Einschätzung, ist es so ziemlich ausgeschlossen, dass ein Fremder
ins Haus kam, um John Garner zu erschießen aus Rache. Also das halte ich für ausgeschlossen oder für sehr unwahrscheinlich. Ausgeschlossen ist nichts bei True Crime, aber für sehr unwahrscheinlich würde ich sagen. Denn die Staatsanwaltschaft hat im Prozess einen guten Punkt gemacht, als sie gesagt hat, dass ein Täter, der einen Mord plant, in der Regel seine Waffe mit dabei hat und sie nicht erst im Haus irgendwie suchen muss. Abgesehen davon frage ich mich auch, wenn es ein komplett fremder Täter gewesen ist, wie die Waffe dann in Sandras Auto unter den Beifahrersitz einige Tage später kommen soll. Der Täter hätte ja dann ins Haus einbrechen, Sandras Waffe suchen, John damit erschießen müssen, anschließend die Waffe mitnehmen müssen, abwarten müssen, bis die Polizei alles durchsucht hat, dann in die Garage eindringen müssen, ins Auto einbrechen müssen, die Waffe dort deponieren müssen, vorher noch DNA, Fingerabdrücke und sonstiges entfernen müssen und dann wieder gehen müssen. Und bis heute hat diesen unbekannten Mann niemand gefunden. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es kein fremder Mann war, der aus Rache John erschossen hat. Bleibt also nur noch die Frage, wer war es dann? Natürlich haben wir zwei Verdächtige, die sehr wahrscheinlich sind, zum einen Wes und zum anderen Sandra selbst. Ja, vielleicht ist es in diesem Fall, wie es hin und wieder bei mir einfach der Fall ist, so, dass ich erstmal noch ein paar Wochen vergehen lassen muss, mir einfach nochmal Gedanken machen muss, alles nochmal ein bisschen sacken lassen muss und dann am Ende für mich einfach nochmal mir eine abschließende Meinung bilden zu können, denn aktuell weiß ich einfach nicht, was ich denken soll. Aber ich bin natürlich unheimlich interessiert an eurer Meinung und daran, was ihr denkt. Was glaubt ihr, ist in dieser Nacht im Haus von John und Sandra Garner passiert? Glaubt ihr, dass ein Fremder von außen ins Haus kam und dass es wirklich genauso war, wie Sandra gesagt hat? Glaubt ihr, dass es Wes gewesen ist und dass das Motiv, dass er eventuell oder wahrscheinlich im Testament seines Stiefvaters verewigt worden ist und nach seinem Tod viel Geld geerbt hätte, ausreicht, um diesen Mord erstens zu begehen und ihn dann zweitens seiner eigenen Mutter unterschieben zu wollen? Oder glaubt ihr, dass es Sandra selbst gewesen ist und das nur, weil sich Freunde und Familienmitglieder jetzt kein Motiv vorstellen konnten, es nicht doch vielleicht eins gegeben hat? Schreibt mir gerne in die Kommentare ausführlich eure Meinung zu diesem Fall, meine Lieben. Ich freue mich, was von euch zu hören. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet den roten Faden beibehalten. Bei so langen, ausführlichen Fällen ist es immer sehr schwer, weswegen ich hier und da immer wieder auch sehr viel wiederhole. Das mache ich absichtlich, damit ihr den roten Faden nicht verliert, damit ihr bei mir bleibt, damit ihr mir folgen könnt, damit ihr bis zum Ende Lust habt, dran zu bleiben. Und ich hoffe, dass mir das auch mit diesem ersten True Crime Video nach sehr langer Zeit gelungen ist. Ich freue mich über euer Feedback. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, dass wir uns dann ganz bald im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.